Der aktive Spurhalteassistent schützt in vielfältigen Situationen davor, ungewollt die Fahrspur zu verlassen, sogar in leichten Kurven. Ein gezielter Eingriff über ESP bremst die gegenüberliegenden Räder ab, um zu verhindern, dass durchgezogene Linien überfahren werden. Zugleich warnt eine Anzeige im Kombi-Instrument. Werden unterbrochene Fahrbahnmarkierungen überfahren, vibriert das Lenkrad als Hinweis, gegenzulenken. Diese haptische Warnung erfolgt auch vor dem Bremseingriff. In der neuesten Ausbaustufe kann das System auch reagieren, wenn durch unterbrochene Linien markierte Nebenspuren belegt sind und beim Spurwechsel Kollisionsgefahr besteht. Das System ist ab einer Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern aktiv. Die Kamera erkennt die Straßenmarkierungen, während Radarsensoren den Verkehr rund um das Auto beobachten. Der rückwärtige Verkehrsraum wird von einem Radarsensor überwacht, um vor überholenden Fahrzeugen zu warnen. Der Fernbereichsradar richtet den Blick auf den Gegenverkehr. Der Nahbereichsradar passt beim Spurwechsel auf. Meldet das Radarsystem eine befahrene Nachbarspur, leitet ESP den einseitigen Bremseingriff ein, der das Fahrzeug aus der Gefahrenzone hinaus bewegen kann. Weiteren Schutz bietet ab 30 Stundenkilometern der aktive Totwinkelassistent. Die Radarsensoren des elektronischen Schulterblicks erkennen, wenn sich Autos oder Motorräder in den kritischen Bereich des toten Winkels hineinbewegen. Im Außenspiegel erscheint dann ein rotes Warndreieck. Betätigt der Fahrer den Blinker, ertönt ein akustisches Warnsignal und das rote Dreieck blinkt auf. Wird der Spurwechsel trotzdem eingeleitet, kann der einseitige Bremseingriff die Kollision im letzten Moment verhindern oder die Aufprallschwere reduzieren.